So, willkommen zum neuen Video. Heute haben wir die Perle leider das letzte Mal bei uns im Haus, weil jetzt wird sie verpackt, damit wir sie nachher am Team übergeben können. Aurelia! Hey! Das letzte Päckchen für heute. Wow, formatisch. Also, wir können bei Aurelia können wir das jetzt einpacken. Das ist eine von unseren fleissigen Päcklerinnen. Das ist mal ein bisschen ein anderes Format heute. Ein bisschen, ja. Nehmen wir auch ein bisschen anderes Packmaterial, oder? Ich sage, wir lassen einfach los. Auspuff ist wieder kühl. Benzin an ist zu. Gehen wir los. Geil! Guten Morgen, da sind wir wieder. Sind wir wieder zurück? Wir haben es kurz nach 8. Elias meinte, er hat schon alles vorbereitet. Heute die große Übergabe. Wir dürfen unser erstes Mofa verschenken. Es ist kein Weihnachten mehr, aber ich würde sagen, man erkennt überhaupt nicht, was da drunter ist. Die Spannung ist enorm. Also der Junge wird keine Ahnung haben, was wir ihm da vorbeibringen. Man sieht ja nicht nur, dass es ein Mofa ist, man sieht ja auch komplett, dass es eine Maxi ist. Ja, du. Elias war stets bemüht, würde ich mal behaupten. Nee, hat er schön gemacht. Danke, Elias. Danke für nichts. Wir laden das Ding jetzt ein. Wir haben 1,5 Stunden Fahrt. Ich frage mich gerade, er hat es einfach nicht gesichert. Er hat das einfach auf die Palette gestellt. Ist nicht irgendwie... Wie soll ich das Ding denn festzuhren? Wie soll ich das Ding denn jetzt im Transporter... Müssen wir noch reinmachen eigentlich in die Verpackung, sonst kann ich ihn nicht festzuhren. Gut, so, wir fahren los, beziehungsweise wir laden. Vorsichtig. Oh, das wackelt ganz schön. So, haben wir kurz ein bisschen gesichert hier den Hobel. Jetzt ist er ready zum Einladen. Kann fast nichts mehr passieren. Hab das im Griff, Roger, hab das im Griff. Guck dir das an, wie ein Meister. Ist das geil, wär, wenn wir jetzt einfach das Fischmofa da verpackt hätten und ihm gebracht hätten. Mal gucken, was er sagt. Na, warte mal, andersrum, ne? Ich will es ja so rum rausschieben dann. So, Freunde, wir sind unterwegs. Haben jetzt auch nur noch ein paar Minuten. Wir sind knapp... eine Stunde, ein bisschen länger gefahren, sind jetzt hier in der Nähe von Basel. Tim wohnt hier in der Nähe. Er wird wahrscheinlich ein bisschen nervös sein, aber wir halten ihm jetzt einfach die dicke Kamera direkt ins Gesicht und schauen mal gleich, was er sagt. Wie haben das unsere Eltern früher ohne Navi gemacht, frage ich mich. So, was steht hier für eine Hausnummer? Nee, noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter! Schöner Benz. So, dann sag mal Hallo. Tim! Hey, guck mal, ich habe hier ein Mikrofon für dich. Darf ich dir das gerade geben? Dann hört man noch, was du sagst. Hier drin, dein neues Mofa. Erzähl mal ganz kurz, du hast mitgemacht. Hast du gedacht, du gewinnst? Ich hatte ein bisschen Hoffnung gehabt, nicht allzu viel, aber ich habe noch jeden Tag wieder gedacht, es könnte sein. Ja. Und dann habe ich auch von einem Fake-Account etwas geschrieben bekommen. Diese Fake-Accounts, ich sag so. Zuerst, also es ist so gestanden, ja, ich bin in der weiteren Auswahl. Dann habe ich sehr viel Hoffnung bekommen. Ich habe dann aber euch geschrieben und es war ein Fake-Account. Dann war meine Hoffnung so wie null wieder. Und dann doch noch gewonnen. Und dann doch noch. Ey, unglaublich. Also ich freue mich mega. Hast du schon Mofa? Ja. Was fährst du aktuell? Also ich habe noch zwei andere Puchmaxien, ein Sachs und noch eine S. Alle auf der Straße? Ja. Deine Sammlung wächst, ich sag's dir. Ich mach mal hier hinten auf und dann holen wir das Ding erstmal raus. Wir haben es ein bisschen verpackt für dich. Einen Moment. Ey, natürlich habe ich wieder geil geparkt jetzt. Scheiße hier. Wie soll ich da denn jetzt rankommen, Mann? Du, Tim, ich hab's gleich, ja? Ich kann das jetzt mit den Füßen machen. Es geht! Es ist bereit! Für den großen Moment! Ah, mein Schuh wird nass! Oh Gott, es tropft so rein, Roger. Es tropft einfach nur rein. Das ist nicht geil. Ich hab mir das irgendwie cooler vorgestellt. Hey, Tim, das ist alles top vorbereitet. Das machen wir immer so. Alles geskriptet so, nicht wundern. Oh, mein Bein ist nass. So, weißt du, die sind limitiert.
So, wir haben ein bisschen Spannung machen wollen, dass du auf keinen Fall weißt, was dich gleich erwartet. Das war Elias. Ich soll dir ganz liebe Grüße übrigens von ihm ausrichten. Er kann heute leider nicht dabei sein. Ich hoffe, du bist ja auch mit mir zufrieden. Ich binde das mal ganz kurz los. Du kannst mir kurz helfen, wenn du willst. Einfach die Gurte an der Seite lösen. Es hier muss noch gearbeitet werden für seinen Preis. Ne? Muss Elias seine Arbeit übernehmen heute. So, auf zum Atem, würde Elias jetzt sagen. Ich sag mal Hallo in die Runde erstmal. Hey, ja. Hi. Oh, Alter. Okay, okay. Hi. Hallo. Hey, hi. Hi. Hi, hallo, freut mich. Jau. Geil, ey. Krass. Okay. Roger, warum habe ich das Gefühl, dass unsere originale Maxi nicht original bleibt? Ich mach dir noch kurz die Gurte weg, dann kannst du hier. Aber bitte vorsichtig auspacken, das Papier müssen wir wieder mitbringen. Marc möchte das nächstes Jahr nochmal verwenden. Darfst natürlich kaputt machen, das war natürlich nicht ernst gemeint. Wir haben ganz kurz überlegt, einfach das Fischmofa einzupacken, aber wir haben uns dann doch nicht getraut. Was sagst du zur Farbe? Ist das so dein Geschmack oder? Ja. Auch schon, oder? Also ist meine Lieblingsoriginalfarbe. Komm, ich helfe dir mal hier. Ich will auch mal ein bisschen. Ich habe nichts zu Weihnachten geschenkt bekommen, weißt du? Ich muss jetzt hier ein bisschen was auspacken wenigstens. So, eigentlich ist es gemein. Er hat ja schon eine Maxi. Meine ist noch nicht fertig. Vielleicht nehmen wir sie einfach wieder mit, Roger. Vielleicht nehmen wir sie einfach wieder mit. Das merkt er gar nicht. Dann habe ich sie. Ja, das ist sie. Deine noch originale Maxi N. Was hast du vor? Erzähl mal. Hast du schon dir was überlegt? Oder? Ja, ich glaube, ich lasse sie original. Also wertsteigerungstechnisch auf jeden Fall sinnvoll. Also finde ich geil. Du hast ja schon ein paar umgebaute Hobel, wie ich sehe. Macht Sinn, eine Originale zu behalten. Finde ich cool. Wir haben hier noch so ein Rubbel am Sack los rangehängt. Wenn du Glück hast, kriegst du gerade einen Gutschein zum keine Teile für diesen Maxi holen. Der bleibt die Original anscheinend. Ich gönn's dir auf jeden Fall. Hast ehrlich gewonnen, ehrlich mitgemacht. Und ich sehe, er kommt in ein schönes Zuhause, in gute Hände. Freut mich mega. Ey, wollen wir noch kurz deine Mofas anschauen, wenn sie schon da stehen, wenn du Bock hast? Ja, ja. Wenn wir schon mal hier sind, ich meine so. So ein paar umgebaute Hobel sind nie verkehrt, oder, im Video? So, erzähl mal, was haben wir hier? Was sind, welche gehören dir? Der hier gehört dir, meinst du? Ja. Da fehlt ein Licht vorne. Kannst du da mein Instagram noch nebendran einfügen, bitte? Dankeschön. Alter, was sind das für fette Reifen, Mann? 2¾-17. Ich will immer die dicksten, möglich dicke Reifen. Ich finde ich mega geil. Das sieht richtig fett aus. Gefällt mir gut. Sehr cool. Da hinten steht nochmal Maxi. Ja. N. Ich verstehe schon, dass du deinen orangen Maxi jetzt original lässt, weil du hast ja eigentlich schon so ziemlich umgebaute Hobel, deswegen geil. Was hat's mit dem auf sich? Also da ist eigentlich original gewesen. Mhm. Ich habe den abgekauft für 1500. Hätte ich auch genommen. Dann habe ich einen 1616 dran gemacht, den Lordo 70 Kubik, Athena, glaube ich. Ja. Läuft gut? Ja, sehr geil. Gut. Gefällt mir gut. Ja, der hier ist nicht von dir, meintest du? Nein. Der glückliche Besitzer da vorne. Das ist von mir, ja. Mega schick, ey. Richtig geil. Ich helfe mal, Töffel zu Weg machen. Ja, sieht man. Zeigen wir, machen wir das selber, ja. Machst du gut. Ja, du hast alles richtig gemacht. Ja, wir sind Kind aus den 80er natürlich, gell? Mega. Wie alt bist du? 15. Und schon mehr geschraubt wie ich in meinem Leben wahrscheinlich. Sehr geil. Dranbleiben. Und das ist natürlich, ja, das ist genau mein Geschmack. Okay. Sonderlackierung, oder? Ja, Vulcano Fire heißt das, ja. Geil, ey. Hey, verspricht mir eins, wir werden im Sommer wieder mal einen Flohmarkt machen mit Mofa ausstellen und alles. Kommt vorbei, bring den orangen Hobel mit. Bring du den mit, können wir schön ausstellen. Okay. Würde mich mega freuen. Seid ihr herzlich als VIPs eingeladen. Okay. Geil. Ich habe noch kein genaues Datum, aber ihr seid auf jeden Fall dabei. Außer, bringt einfach alle mit, dann schreiben wir uns nochmal zusammen. Hey, wir wollen gar nicht lange stören. Vielen Dank, dass ihr uns so herzlich aufgenommen habt. Viel Spaß. Probefahrt ist jetzt leider ein bisschen. Müssen wir verschieben. Aber ich bin gespannt zu sehen, wenn du dann unterwegs bist. Gerne mal ein Bildchen schicken oder so, würde mich freuen. Und ansonsten, machen wir uns auf den Heimweg, oder? Sonst weine ich eh gleich, wenn wir jetzt den Hobel. Wahrscheinlich starten wenigstens. Springt er nicht an, pass auf. Komm, mach einmal an. Doch, einmal müssen wir gucken, ob die Jungs und Mädels beim Hofer-Kult das gut gebaut haben. Da ist er! Läuft, Glück gehabt! Viel Spaß mit deinem neuen Mofa und wir machen uns auf die Socken. Wir sehen uns spätestens im Sommer, wenn du mal vorbeischaust, ne? Ja. Also, mach's gut, ne? Danke. Ciao. Wir fahren heim. Den nehme ich noch mit. Ciao. Tschüss. Hey, ciao. Noch ein Beat oder so, hä? Oh, das wird jetzt schnell hier. Voll geil, Alter. Geht mega gut.
So, Freunde, wir machen uns wieder auf den Weg. Ein Maxi weniger geladen, aber ich denke, es hat den richtigen erwischt. Lasst mal ganz viel Liebe für den Tim da. Wir sind eine Community, wir gönnen uns gegenseitig. Ich gönn's ihm mit vollem Herzen. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Nicht verpassen, wenn es weitergeht auf diesem Channel. Deswegen abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!